Wir haben irgendwo einen blockierten Hafen. Okay. Aber gehen wir erstmal ein bisschen hier entdecken. So, das wäre eine Schiffsreichweite-Karte oder so haben wir nicht, oder? Okay, wir sind anscheinend schon zu weit weg von unseren Supply-Schiffen. Aber ein bisschen weiter erforschen will ich trotzdem noch kurz. Zumindest bis Feuerland, also bis zum Südzipfel von Argentinien und Chile, will ich eigentlich schon noch kommen. Gut, bis zum unteren Kartenrand kommen wir jetzt schon. Na komm, stellen wir hier mal einen schneller vielleicht noch. So. So, Tierra del Fuego heißt, nehme ich mal an, Feuerland. Und dann bitte schnell wieder zurück. Und wir haben den ersten Kolonisten. Jetzt ist die Frage, okay, wir erreichen hier fast, also relativ viele Gebiete. Wo sind unsere Chancen am besten? 74, 74, 74, 76, 74, 76. Los! Rio Grande wird unsere erste Kolonie in Südamerika. Dann werden wir noch ein bisschen hier die Karibik und sowas erforschen. Oh. Oh, wir sind pleite gegangen. Und ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Ist aber nicht so gut. Unsere Stabilität ist auch noch Entschuldigung, sehr niedrig. Ja. Läuft ja fast perfekt. Dann müssen wir jetzt wohl mal Geld sparen, damit wir den Kredit wieder zurückzahlen können. Okay, die Flotte hat jetzt schon 5% Abnutzung. Aber ich will eigentlich die Karibik schon noch ein bisschen kartografieren. Hier sehen wir, glaube ich, schon ein Stück Grenze der Mayas, müssten das sein. Vielleicht entdecken wir ja gleich noch die Mayas. Ja, hier sind die Mayas. Und dann wäre es vermutlich klug, unser Schiff zurück in einen Stützpunkt zu befördern. Sehen wir mal, ob Rio Grande dann schon einen Hafen hat, wo wir das Schiff parken können, damit es sich wieder auflädt. So. Gut, die Mayas könnten wir also relativ kostengünstig übernehmen. Die Frage ist, mit welcher Armee könnten wir das tun? Und hier müsste jeden Moment die Kolonie fertig werden. Sehr schön. Und dann können wir hier schon im Hafen unserer ersten Kolonie parken. Und was gibt es noch zu tun? Einen weiteren Berater vielleicht? Naja. Okay. Die Kolonie wächst relativ gut sogar. Ja, passt. Dann könnten wir währenddessen mal mit unserer kleinen Landtruppe ein bisschen auf Erkundungstour gehen in der neuen Welt. Okay. In Rio Grande begegnen wir den Einheimischen. Wir könnten sie töten und dadurch selber größer werden. Mit ihnen handeln und ganz viel Geld verlieren. Ja, erlauben wir ihnen in Frieden zu leben, wir sind ja nett. Meistens. Und Entschuldigung für das häufige Räuspern und so, ich bin noch immer nicht ganz gesund und noch leicht verschnupft und ja, allgemein ein bisschen angeschlagen. So, wir haben einen weiteren Kolonisten. Die Frage ist jetzt, sollen wir
eine Nachbarkolonie mehr oder weniger gleich in Besitz nehmen? Oder sollen wir damit beginnen, diese Kolonie größer zu machen? Ich glaube, es wäre schon klüger, wenn wir erstmal ein Gebiet so weit ausbauen, dass wir praktisch einen Stützpunkt haben, wo schon eine Stadt steht. Also senden wir mal lieber einen weiteren Kolonisten hierhin. Und mit dem restlichen Geld könnten wir mal unsere Armee in der Heimat ein wenig ausbauen. Ja, aber nicht zu viel. Wir wollen uns ja nicht übernehmen oder sowas. So. Ihr kommt hier wann an? 4. Februar erst, okay. Wow, da haben wir gleich mal viel entdeckt. So, dann wandern wir mal weiter nach hier. Und hier sind große Wasteland, unbesiedelbare Gebiete, die mehr oder weniger den Regenwald, glaube ich, hier darstellen sollen am ehesten. Ja. Also der Beginn des Let's Plays wird mehr oder weniger ein friedliches Besiedeln von Südamerika. So viel wir eben ergattern können. Gut, einen weiteren Kolonisten haben wir erstmal noch nicht. Wir haben ein jährliches Plus, das ist schon mal gut. Aber hier, also wenn irgendjemand so wie Spanien oder so uns angreifen würde, hätten wir sofort verloren im Prinzip. Gut, dass England die ganzen französischen Schiffe gut abblocken kann. So, kleinere Auseinandersetzung mit Eingeborenen anscheinend. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter nach Süden. Das dauert schon ziemlich lange. Stellen wir lieber mal auf Maximalgeschwindigkeit. So. Nein. Solange ihr mir nichts tun könnt, sehe ich keinen Grund, Frieden mit euch zu schließen. Gut. Aua. Flucht. Fürs Erste lieber mal, bevor uns die Armee verloren geht. Nein, weiterhin nicht. Gut, dass man Eingeborene relativ leicht besiegen kann. Und wie gut, dass auch in jeder einzelnen Provinz Eingeborene aufpoppen oder auftauchen eben und uns angreifen. So, heilt euch erstmal hier. Sehr schön. Rio Grande produziert es auch und wir können es, glaube ich, leisten, noch einen Kolonisten zu senden. Nein. Besser keinen irgendwie schlechten Beziehungen aufbauen mit Spanien. Ihr wollt das auch sicher nicht, okay. Also in Europa werde ich eher versuchen, so wie das historische Portugal, mich nicht zu viel in die großen Konflikte einzumischen und einfach unsere Gebiete zu behalten und zu verteidigen, aber nicht unbedingt neue Gebiete zu erobern. So, senden wir gleich noch einen. Die Franzosen wollen weiterhin, dass ich ihnen Geld gebe. Wir haben viele Händler und viele Diplomaten. Sollen wir mit den Händlern mal Astrakhan? Aha. Versuchen wir mal nach Astrakhan. Oder das ist aber ziemlich teuer. Lassen wir es lieber mal. Solange wir noch nicht so gut bei Kasse sind,
sollten wir vielleicht nicht allzu viel mit den Händlern anfangen, sondern eher gute Beziehungen, möglichst gute Beziehungen mit Spanien aufbauen. Okay, senden wir gleich wieder einen Kolonisten. Und so müsste Rio Grande relativ schnell unser erstes richtiges Gebiet hier werden. Also mit einer Stadt.